Das Thema dieses Abends: biblische Fragen und deren Antwort. Ich habe die Fragen versucht, ein bisschen nacheinander aufzuschreiben beziehungsweise auch zu beantworten. Die erste Frage, die gestellt worden ist: Muss man im Leben mehrmals Jesus sein Leben übergeben, um das ewige Leben zu haben? Wenn man zwischenzeitlich wieder etwas vom Glauben abweicht. Also nochmal, muss man sein Leben mehrmals Jesus übergeben, um ewiges Leben zu haben, wenn man zwischenzeitlich wieder etwas vorübergehend vom Glauben abweicht? Eine gute Frage, aber eine Frage, die sicher viele Gotteskinder stellen. Jakobus schreibt im 3. Kapitel, Vers 2, wir straucheln oft. Also auch Christen sind in der Lage zu sündigen. Auch im Leben eines Gläubigen gibt es Zeiten, wo wir sagen, das sind Hochzeiten, wo wir ganz nah bei unserem Herrn sind. Es gibt aber auch Zeiten, wo wir wissen, wir sind gar nicht mehr so in seiner Nähe. Ich glaube, das gibt es in jedem Leben. Es gibt auch welche, die vom Glauben ganz weggekommen sind und nach einiger Zeit erkannt haben, welchen großen Fehler sie gemacht haben. Der Geist Gottes versucht uns natürlich zum Herrn zurückzubringen. Es wird im Leben des Glaubens Sünde geben. Warum? Weil wir zwei Naturen in uns haben. Die neue Natur in Christus und die alte Natur. Das heißt Geist und Fleisch. Das sind die beiden Naturen, die jedes Gotteskind hat. Und man kann das auch so übersetzen: Stellung, das ist die neue Natur, und Zustand, das ist unsere fleischliche Natur. Das wird sehr deutlich in Römer 7 beschrieben, diesen Kampf zwischen alter Natur und neuer Natur. Und praktische Heiligung bedeutet, dass unser Zustand mehr und mehr dem unserer herrlichen Stellung ähnlich wird. Gott sieht uns in der neuen Natur in Christus. Aber es kann passieren, dass wir im Glauben abkühlen. Es kann auch einen Gläubigen passieren. Und da ist es wichtig, dass wir zum Herrn zurückkehren. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich das ewige Leben verloren habe. Ich möchte an Petrus erinnern. Petrus, der selbstsichere Mann, hat den Herrn dreimal verleugnet. Und das war eine ganz schlimme Sache. Aber der Herr hat ihn nicht aufgegeben. Er hat ihn wieder zu sich zurückgezogen. Und interessant ist, nach seiner Auferstehung sagen die Jünger, er ist Simon erschienen, Simon Petrus. Was er unter vier Augen mit ihm beredet hat, wissen wir nicht. Darüber schweigt Gottes Wort. Aber man muss ganz klar sagen, wenn jemand gesündigt hat, 1. Johannes 2, wir haben einen Fürsprecher oder einen Sachwalter bei dem Vater Jesus, den Gerechten. Also ich muss jetzt nicht sagen, bin ich aus der Gnade gefallen,
sondern es gibt auch im Glauben Tiefpunkte. Aber wir dürfen dann immer wieder neu beginnen. Und ich bin so dankbar, dass es einen Neuanfang gibt. Und dann darf man natürlich dem Herrn, man muss nicht eine neue Bekehrung erleben, aber man darf den Herrn sein Versagen bekennen und tief darüber trauern, dass man im Glauben abgekühlt ist. Aber das bedeutet nicht, dass man dann das ewige Leben verloren hat. Es gibt eine Menge Bibelstellen, die das auch unterstreichen. Ich habe Petrus genannt. Zum Beispiel sagt auch Paulus, Demas hat mich verlassen. Er hat die Welt lieb gewonnen. Oder es gab einen Streit zwischen Paulus und Barnabas wegen Johannes Markus, weil er sie verlassen hatte. Und zuletzt muss man sagen, ist er für Paulus ein treuer Mitarbeiter geworden. Also wenn jemand im Glauben abkühlt, dann darf er wieder zurückkommen zu seinem Herrn, darf das bekennen und darf sagen, Herr, es tut mir sehr, sehr leid, aber bitte halte mich in deiner Hand. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir auch über andere nicht urteilen. Auch jedes Gotteskind kann fallen durch eine Sünde. Aber es ist dann wichtig, dass wir wieder aufstehen. Ich habe das auch manchen Alkoholiker gesagt oder Leuten, die eine Lieblingssünde haben. Es ist ganz wichtig, wenn jemand gefallen ist, einen Rückschlag hatte, dass er dann nicht liegen bleibt, sondern wieder aufsteht und dem Herrn das bekennt und dann mit großer Hingabe dem Herrn wieder dient. Wir haben auch Beispiele in der Bibel, dass sie mit doppelter Treue dem Herrn gedient haben. Also es braucht keiner Angst zu haben, wenn er gesündigt hat, gehe ich wieder verloren. Es gibt Sünde auch im Leben eines Gotteskindes. Ein Mann hat mir einmal gesagt, seit ich mich bekehrt habe, habe ich nie mehr gesündigt. Dem habe ich dann gesagt, wenn dem so wäre, dann hättest du jetzt die größte Sünde begangen. Weil keiner von uns sagen kann, ich habe nie mehr gesündigt. Wir müssen ganz nah bei unserem Herrn bleiben. Aber dieses Wort aus 1. Johannes 2, wenn jemand gesündigt hat, wenn die Sünde auch kein Regelfall werden darf, dann darf ich wieder zu dem Herrn Jesus kommen und sein Blut reinigt von aller Sünde. Lesen wir 1. Johannes 1, Vers 9. Da wird es uns dann ganz klar. Also so viel zu dieser Frage. Und wer da irgendwie noch eine Frage hat, darf mich hinterher fragen. Die zweite Frage, soll man bei Krankheit auf Gott vertrauen und nicht Heilung durch die Ärzte? Ich würde sagen, beides. Ich war in der letzten Woche auch beim Hausarzt und wir waren auch beim Kardiologen. Das ist einfach nötig. Manchmal muss man lange warten, das kennt ihr ja. Aber zu sagen, ich gehe nicht zum Arzt, ist meines Erachtens genauso verkehrt. Es gibt Leute, die sagen, ich bete darum, dass mich der Herr gesund macht und dann erleben sie ein Fiasko. Gott hat Ärzte gegeben und ihnen auch Weisheit gegeben. Ich muss auch viele Medikamente einnehmen und dafür wollen wir recht dankbar sein. Aber
Und jetzt kommt das Wichtige. Ich darf zuerst zu meinem Herrn gehen. Und das wollen wir auch lernen. Es ist, muss ausgewogen sein. Und wenn wir zu unserem Arzt gehen, dann beten wir für ihn, dass der Herr ihm Weisheit gibt, dass er die Medizin verschreibt, die für die Krankheit notwendig ist oder die Therapie, die nötig ist. Also wir brauchen beides. Das erste Gebet zu unserem Herrn. Wie oft sage ich zu meinem Herrn, du hast auf der Erde so viele Wunder getan, du kannst auch mir helfen. Darum darf man beten. Aber zu sagen, ich gehe nicht zum Arzt, das ist verkehrt. Wir lesen von einem König, König Asa, in 2. Chroniker 16. Auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern nur die Ärzte. Also das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn jemand nur auf die Medizin vertraut und nicht dafür betet. Und die Bibel, die sagt es auch ganz klar in Jakobus 5, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten der Versammlung rufen und sie sollen über ihn beten. Ein Beispiel. Mein Vater hatte Magenkrebs. Und er hat die Ältesten unserer Gemeinde damals gerufen und sie haben über ihn gebetet, einige Brüder. Mein Vater ist nicht gesund geworden. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen oder erretten, vielleicht auch von Angst, von Depressionen. Aber es muss nicht sein, dass der Kranke unbedingt gesund wird. Aber von dem Moment an konnte mein Vater seine Krankheit tragen und ist im großen Frieden heimgegangen und konnte sagen, Herr Jesus, komm und nimm mich zu dir. Das ist der Sinn. Es muss nicht jeder gesund werden oder bleiben. Denn der Herr hat auch mit der Krankheit sein Ziel. Wenn wir zum Beispiel an Paulus denken, dann sagte er zu Timotheus, trinke ein wenig, ich betone wenig, Wein um deines kranken Magens willen. Dann schreibt er von einem anderen Mitarbeiter, dass er krank war, dem Tod nahe, aber der Herr hat sich seiner erbarmt. Also wir brauchen beides. Wir brauchen Ärzte, gute Ärzte. Allerdings würde ich warnen vor Leuten wie die ganze Homöopathie. Also wenn man die Grundzüge der Homöopathie einmal liest, die Hahnemann, der Freimaurer, da eingeführt hat, da schüttelt es ein. Es gibt gute Naturmedizin. Ich mache auch einen Unterschied zwischen Naturmedizin und Homöopathie, weil die zum Teil auch pendeln und manche okkulten Dinge treiben. Aber das soll jeder selbst wissen und erfahren. Besser ist es, man betet darum, Herr, zu welchem Arzt sollte ich gehen? Es ist heute manchmal gar nicht so einfach. Wir sind dankbar, dass wir einen guten Kardiologen haben, Kardiologen, der auch Ahnung hat. Aber man darf wirklich darum beten. Und das muss gut ausgewogen sein, beides. Wir kommen zu der dritten Frage. Was geschieht mit der Seele nach dem Tod? Kommt sie direkt zu Jesus oder kommt sie ins Totenreich? Es gibt viele Stellen in der Bibel, vom Totenreich.
Zunächst möchte ich sagen, das Totenreich wird im Alten Testament mit Sheol übersetzt. Im Neuen Testament gibt es zwei Begriffe, das Paradies und der Hades. Das Paradies ist der Ort, wo die, die den Herrn Jesus angenommen haben, oder auch die alttestamentlich Gläubigen, aufbewahrt werden, bis zu dem Moment, wo sie den neuen Leib bekommen. Im Hades sind die Menschen, die ohne Gott und Hoffnung verloren sind. Und 5 Minuten nach dem Tod, 2 Minuten nach dem Tod, wissen Sie genau, ich habe mich getäuscht um den Preis meiner Seele. Wenn wir die ganzen Großen der Erde mal anschauen, dort sind Täter und Opfer zugleich. Dort hast du den Hitler, aber auch die vielen Juden, die er umbringen ließ. Die sind auch dort. Und auch der reiche Mann, der uns in Lukas 16 beschrieben wird, der wusste, ich habe mich getäuscht um den Preis meiner Seele. Also das erstmal zum Totenreich. Der Geist kehrt zu Gott zurück. Der Mensch besteht ja aus Geist, Seele und Leib. Der Leib ist das Verwesliche. Die Hülle, die uns trägt, unser Leib, der löst sich in sich selbst auf. Es gibt Leute, die sagen, ja, im Grab wird der Leib von Würmern zerfressen. In dieser Tiefe gibt es keine Würmer mehr. Sondern im Grab löst sich der Körper in sich selbst auf. Aber Geist und Seele, die für uns Menschen unsichtbar sind, werden von den Engeln zu Gott getragen. Der Prediger 12 sagt, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Der Geist ist der Odem Gottes. Und jeder Mensch, der stirbt, dessen Geist, dessen Seele, wird zu Gott zurückgetragen. Und dann entscheidet Gott, wo wir aufbewahrt werden. Die einen ins Paradies, die Jesum angenommen haben, die anderen in den Hades, im Aufbewahrungsort zur Verdammnis. Dort sind alle Menschen, die von Adam angelegt haben, entweder hier oder hier. Die Entscheidung wird hier getroffen. Auch der reiche Mann, der bettelt und der konnte sich genau zurückerinnern an seine Familie. Ich bin überzeugt, dass die, die im Paradies sind, dass die keine Erinnerung mehr an ihre Verwandtschaft haben. Aber auf dem anderen Ort schon. Also das ist eine ganz klare Sache. Und die Bibel spricht an vielen Stellen davon. Ne? Sie kommen in den Aufbewahrungsort zur Herrlichkeit, ins Paradies, oder in den Aufbewahrungsort zur Verdammnis. Die sind nicht direkt im Himmel. Aber ich gehe davon aus, wenn ich an Paulus denke, dass das Paradies ganz in der Nähe des Himmels ist. Denn Paulus sagt, dass er um einen Menschen weiß, der erdrückt wurde, der im dritten Himmel gewesen ist, dort wo Gott wohnt, aber auch im Paradies ist er gewesen. Und im Paradies, da ist auch der Herr Jesus. Sonst könnte Paulus nicht sagen, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Also wenn jetzt jemand heimgeht und im Glauben an Herrn Jesus gefestigt ist und Vergebung seiner Sünden hat, der weiß, ich gehe heim in den Aufbewahrungsort zum Himmel, ins Paradies. Und dort sind all
die Menschen Alten und Neuen Testamentes, die den Herrn Jesus hier angenommen haben oder die im Alten Testament im Glauben gelebt haben und im Glauben gestorben sind. Denn Abraham war auch dort im Paradies. Und der Herr Jesus sagt dem Schächer am Kreuz, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Herr Jesus war nicht im Hades, wie es oft hingestellt wird, sondern er war im Paradies. Das spricht er selbst aus. Ich habe dieser falschen Lehre oft widersprechen müssen, weil das der Herr Jesus sehr deutlich gesagt hat. Es gibt Meinungen, dass er im Hades gewesen ist und hat den Toten dort geheroldet, dass er der Sieger sei. Das nimmt man von 1. Petrus 3, aber das stimmt nicht, weil es dort um Noah geht. Also vielleicht so viel zu dieser Frage. Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen, da gibt's im Paradies Bewegung. Denn die Seelen, die dort sind, die haben Seele und Geist. Wir sehen das auch bei dem reichen Mann. Er konnte sehen, er konnte hören, er konnte sprechen, er konnte denken, alles konnte er. Alle fünf Sinne waren da. Aber es war zu spät. Und die im Aufbewahrungsort zur Verdammnis sind, die wissen, es ist zu spät. Ich leide Pein in dieser Flamme. Wir haben ja vor 2 Jahren darüber gesprochen. Aber die im Aufbewahrungsort zur Herrlichkeit sind, im Paradies, die warten darauf, den neuen Leib zu bekommen. Und wenn Gott, der Vater, zu seinem Sohn sagt, jetzt geh hin und hole deine Braut, wisst ihr, was dann geschieht? Dann bekommen die Seelen und Geister der in Christus Entschlafenen oder im Glauben Gestorbenen den neuen Leib. Und der Herr Jesus wird mit denen, die den neuen Leib bekommen haben, den Herrlichkeitsleib, mit dem sie sichtbar und unsichtbar sein können, mit dem sie nicht mehr an Raum und Zeit gebunden sind. Diesen Leib, den der Herr Jesus trägt, als Erstling der Auferstandenen. Und dann werden sie mit dem Herrn kommen, indem sie nicht mehr an Raum und Zeit gebunden sind. Und sie werden uns erwarten in der Luft. Bei der Entrückung kommt der Herr nicht auf diese Erde, er kommt in die Luft. Und alle, die gerettet sind, die Vergebung ihrer Sünden haben, werden in einem Nu, in einem Augenblick ihm entgegengerückt. Dieser Leib wird in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt werden zu einem Leib der Herrlichkeit, wie ihn die schon tragen, die heimgegangen sind. Und dann werden wir wie ein Magnet in einem Moment von dieser Erde weggenommen und werden bei dem Herrn sein. Und die Bibel sagt, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, das heißt der Welt unsichtbar. Und dann geht es direkt in den Himmel, nicht mehr ins Paradies, in den Aufbewahrungsort, sondern direkt in den Himmel. Und im Himmel, die erste Aktion, die im Himmel stattfinden wird, ist der Richterstuhl des Christus. Da wird jeder Gläubige Rechenschaft geben über sein Leben. Was er Gutes getan hat, dafür gibt es Lohn. Aber vielleicht muss der Herr auch manches gerade rücken, was wir auf dieser Erde nicht erkannt haben. Deswegen ist es wichtig,
dass wir auch immer wieder unser Leben reinigen, prüfen und das in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung war. Das wird das Erste sein. Und der Zweite, die Hochzeit des Lammes. Das wird uns in Offenbarung 19 beschrieben. Und wisst ihr, der Vers aus 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, werden wir ihm, Christus, gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Was Gott für uns vorbereitet hat. Wir werden Christus gleich sein. Wir werden zu ihm gehören. Und es wird keine Sünde mehr geben. Keine Schwachheit, keine Krankheit, nichts mehr. Das Erste ist vergangen. Alles ist neu geworden. Ich komme zu der vierten Frage und die lautet, was kann man von den Henoch-Büchern halten, die nicht Bestandteil der Bibel sind? Nun, ihr Lieben, als man den Kanon der Heiligen Schrift zusammengestellt hat, dann mussten die Bücher kanonisch sein, das heißt übereinstimmend. Man hat unter der Leitung des Geistes Gottes die Bücher zusammengetragen, die wirklich auch von den Aposteln alle anerkannt waren. Zum Beispiel im Neuen Testament die Evangelien, der Bericht des Lukas, die Briefe des Paulus, die Briefe des Petrus, des Johannes, des Jakobus, und so weiter. Der einzige Brief, wo wir nicht genau wissen, wer ihn geschrieben hat, ist der Hebräerbrief. Und wenn mich jemand fragen würde, wer ist denn am nächsten daran, würde ich unbedingt sagen, der Apostel Paulus. Aber es steht nicht da. Er beruft sich nur darauf und sagt, wisset ihr, dass unser Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Und das war ja ein Mitarbeiter des Paulus, aber wir wissen es nicht genau. Also ich halte von diesen Büchern, die heute wieder hochgehalten werden, nicht viel. Zum Beispiel auch die sogenannten Apokryphen, die die Zeit behandeln, wo sie aus dem Exil zurückgekehrt sind, bis zur Geburt des Herrn Jesus, die etwa 400 Jahre, wo das Buch Judith, die Makkabäer, Buch der Weisheit und so weiter. Was hat Dr. Martin Luther zu den Apokryphen gesagt? Sie sind wert, gelesen zu werden, aber nicht wert, der Schrift gleichgestellt zu werden. Zum Beispiel hat die katholische Kirche das Beten für Tote von den Apokryphen übernommen. Also man muss damit sehr, sehr vorsichtig sein. Also die Apokryphen sind kein Bestandteil der Heiligen Schrift. Und auch das Henoch-Buch, ich würde nicht darauf bauen. Wir haben die Heilige Schrift in ihrer Gesamtheit und dem Geist Gottes hat es wohlgefallen. Und das sagt Petrus in seinem zweiten Brief, heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Und auch im Timotheusbrief gibt es viele Stellen, die das zum Ausdruck bringen. Die Bibel ist Gottes Wort. Wisst ihr, der Teufel versucht heute, die Bibel zu leugnen und sagen, die Bibel ist so alt. Und wie kann die Bibel heute noch aktuell und zeitgemäß sein? Wer das sagt, beweist, dass er ein ganz falsches Gottesbild hat. Gottes Wort ist absolut, ist zeitlos
Da können sich die Zeiten ändern, wie sie wollen, und geht wortwörtlich in Erfüllung. Zum Beispiel, jemand sagte mir diese Woche, es scheint so, als wenn sich die ganze Welt gegen Israel wendet. Wenn wir Matthäus 24 lesen, ihr werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen, dann sind wir mitten in der Erfüllung. Das muss man deutlich sagen. Und das ist vor 2000 Jahren geschrieben. Oder etwas über 2000 Jahre. Und das ist der Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die fünfte Frage: Wie ist Matthäus 18, Vers 35 zu verstehen? Diese Stelle bringt zum Ausdruck: Wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben werden. Und da spricht der Herr Jesus von dem Gleichnis, wo der eine seinem Herrn eine Menge schuldig ist. Und er hat nicht, wie er das bezahlen kann. Und da ruft ihn sein Herr. Und da fällt er vor ihm nieder und sagt: Herr, hab Geduld mit mir, hab Erbarmen mit mir. Und dann erlässt er ihm die ganze Schuld. Und dann geht er natürlich froh weg, meine Schuld ist vergeben. Und da findet er einen anderen, der ihm eine ganz kleine Summe schuldigt. Und den beckt er, schüttelt ihn und sagt: Bezahle, was du schuldig bist. Und da sagt er: Hab Erbarmen mit mir, ich will dir alles bezahlen, aber ich brauche ein bisschen Zeit. Nein, und er wirft ihn ins Gefängnis. Als der Herr das hört, ist er so zornig. Man muss das natürlich auch vom israelischen Standpunkt aus sehen, ist so zornig und sagt: Weil du deinem Mitbruder nicht vergeben hast, musst du jetzt alles bezahlen und gehst ins Gefängnis. Und da sagt der Herr Jesus: Wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben werden. Wir müssen natürlich auch hier sehr vorsichtig sein, auch bei den Evangelien. Das jüdische Denken war immer ein bisschen anders wie das Denken in den Briefen. Zum Beispiel: Warum beten wir nicht das Vaterunser? Das Vaterunser ist meines Erachtens ein Mustergebet, nicht zum Nachplappern bestimmt. Und das Vaterunser enthält viele Bitten, die das Volk Israel beten wird während der großen Drangzeit. Die werden dann beten: Dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns heute. Also das muss man klar bedenken. Und wir finden an keiner Stelle der paulinischen, der Johannesen, der Petrusbriefe oder Jakobusbrief, dass da einmal erwähnt wird, wir müssen das Vaterunser beten. Steht nicht da. Also das Vaterunser ist nie zum Nachplappern bestimmt. Stellt euch einmal vor, ihr würdet, wenn euer Vater noch leben würde, zu Vater oder Mutter kommen und würdet immer das Gleiche sagen. Was würde der Vater oder die Mutter sagen? Die würden sagen: Moment mal, wir haben ein Kindschaftsverhältnis. Du bist unser Kind, du darfst uns alles sagen. Wisst ihr, wir dürfen frei und offen beten. Gott immer nur etwas vorsagen. Das ist nicht Gottes Wille. Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Und ich bin überzeugt, während der Drangzahl wird das der Überrest aus Israel wirklich beten.
Ja, aber mit der Vergebung. Und das ist ja die Frage. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben werden. Stellen wir uns vor, ich will ein Fallbeispiel bringen, da ist jemand, der den anderen beleidigt hat, übelst beleidigt hat. Und der beleidigt worden ist, der sagt, den kann ich das nicht vergeben. Wie wird Gott darauf reagieren? Wenn er wirklich ein Gotteskind ist, wird der Geist Gottes ihn sagen, wie kannst du dem anderen nicht vergeben, wo Gott dir so viel vergeben hat? Der Jesus sagt dem Petrus, als er sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? 7-mal. Und was sagt der Herr darauf? Nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal, 490-mal. Das müsst ihr euch mal überlegen. Damit macht der Herr ganz klar, Vergebung, was mir vergeben worden ist, da muss ich auch dem anderen vergeben. Freilich sagt die Bibel auch im Römerbrief, Geliebte, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen im Frieden. Manche Menschen, die wollen gar nicht. Aber da hat uns jemand etwas Böses angetan und wir haben überhaupt keine Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen, weil sie das nicht wollen. Aber dann kann ich ihn vom Herzen dennoch vergeben. Und sollte derjenige zur Einsicht kommen, dann darf ich ihm sagen, ich habe dir das längst vergeben. Es gibt Vergebung, die wir im Herzen vergeben, aber auch von Mensch zu Mensch. Ich habe manchen gesagt, habe ich eben einer Frau geschrieben letzte Woche, wir dürfen lernen zu vergeben. Wisst ihr, wenn wir nicht vergeben, werden unsere Gebete verhindert. Wenn wir nicht vergeben, können wir auch krank werden. Magenkrankheiten zum Beispiel. Also wir dürfen lernen, als Kinder Gottes zu vergeben. Wir sagen oft, vergeben kann ich, aber vergessen nicht. Was tut Gott? Er hat unsere Sünden in die tiefsten Tiefen des Meeres versenkt. Und ich will ihre Sünden nie mehr gedenken. Für uns Menschen oft schwer. Aber denken wir daran, bevor wir das nicht in Ordnung bringen, muss Gott uns vielleicht züchtigen, um uns zu zeigen, was uns vergeben worden ist. Die große Schuld, die mir vergeben worden ist. Denken wir unser Leben einmal zurück, was der Herr dir und mir vergeben hat. Und dann wollen wir auch dem anderen vergeben. Das muss jeden Tag neu gelernt werden. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass dann ein Mensch wieder verloren geht. Auch vor dem Richterstuhl des Christus wird das dann offenbar. Das heißt, nicht verloren zu gehen, aber vielleicht Lohnabzug zu bekommen. Dass wir nicht Gold, Silber und köstliche Steine gesammelt haben, sondern Holz, Heu und Stroh. Und er bleibt nicht mehr fruchtleer vor dem Herrn. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir wollen lernen zu vergeben und zu vergessen. Das fällt auch mir oft schwer. Der alte Kaffee kommt dann immer wieder hoch. Und jemand hat mal gesagt, in dem Meer der Vergessenheit steht ein großes Schild. Fischen verboten. Das heißt, die alten Dinge nicht wieder hochzuholen. Vielleicht zu viel zu dieser Frage. Aber wer Fragen hat, kann das gern dann noch einmal fragen. Und dann kommt die sechste Frage. Und das ist eine sehr gute Frage.
Wann kommt die Entrückung? Vor oder nach der Drangsal? Mit dieser Frage bin ich sehr oft konfrontiert worden. Ich muss dazu Folgendes sagen. Wir müssen einen Unterschied in der Bibel machen zwischen Israel und der Gemeinde. Wer diesen Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde nicht macht, kommt zu einem falschen Verständnis in der Wiederkunftserwartung, aber auch in der Lehre. Gott geht mit Israel seinen Weg, Gott geht mit seiner Gemeinde seinen Weg. In seinem Anfang, in seiner Fortsetzung und in seiner Vollendung. Gott hat mit Abraham begonnen und hat sein Volk für eine Zeit beiseite gesetzt. Ich könnte die ganze Geschichte Abraham, Isaak, Jakob, ägyptische Gefangenschaft und so weiter aufzählen, aber das wisst ihr ja. Aber die Geschichte Israels wird seinen Höhepunkt finden im tausendjährigen Reich. Und das, was wir gegenwärtig erleben, ist die Vorbereitung für das antichristliche Reich, für die antichristliche Zeit, der einen Scheinfrieden machen wird. Und es scheint so. Aber wir warten vorher auf unserem Herrn. Wieso? Wenn wir in Offenbarung 3, Vers 10 lesen, da wird das Sendschreiben an Laodicea beschrieben. Und dort heißt es, weil du das Wort meines Harrens oder Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde leben. Wer kommt denn in die größte Trübsal? Israel. Es wird in dieser Zeit vorwiegend um Israel gehen, aber um alle Völker. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Bräutigam vor der Hochzeit seine Braut mal richtig durchpeitscht? Kann sich niemand vorstellen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass der Herr Jesus seine geliebte Braut nochmal in die Trübsal führt? Da geht es um das Volk Israel und da gibt es eine ganze Menge Bibelstellen. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Ihr habt euch bekehrt von den Götzenbildern zu den lebendigen und wahren Gott hin, um ihn zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Oder 1. Thessalonicher 5, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung der Seligkeit. Diese Zorngerichte gehen über das ungläubige Israel und über die ganze gottlose Welt. Das muss man deutlich sagen. Ich bin so traurig, dass man bedenkenlos die Gemeinde Gottes in die große Trübsal führt. Dort geht es um Israel. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen beachten den Weg, den Gott mit seinem Volk Israel geht. Seit 1948 ist Hesekiel 37 wieder in Erfüllung gegangen. Menschensohn, was siehst du? Ich sehe ein Tal voller Totengebeine. Und dann rücken sich die Gebeine zusammen. Und zuletzt heißt es aber, der Oden Gottes ist noch nicht in ihnen. Das steht noch aus. Israel steht als Volk. Israel wird als Volk angefeindet, aber wie? Und Israel wird gehasst um des Namens ihres Gottes willen. Das erleben wir
in der Gegenwart. Also wir warten nicht auf die große Drangsal. Wir warten auf den kommenden Morgenstern, auf unseren Herrn. Und wir warten darauf, dass er uns heimholt. Vielleicht heute. Wir wissen es nicht. Wenn diesen Zeitpunkt hat Gott der Vater in seine eigene Gewalt gestellt. Und wenn der Vater zu seinem Sohn, zu dem Herrn Jesus sagt, geh hin und hole deine Braut, dann geschieht das, was ich eben erwähnte. Im Paradies bekommen die Gläubigen einen Herrlichkeitsleib. Sie kommen in die Luft und der Herr ruft uns. Und wie ein Magnet aus dem Sandhaufen werden wir zu ihm hingezogen. Wer keinen Frieden mit Gott hat, bleibt zurück. Für den ist es zu spät und man muss sagen, ewig zu spät. Deswegen bin ich so traurig. Ihr habt so viel Einladung ausgegeben. Die Leute wollen es nicht hören. Sie sind verblendet, sie sind in der Finsternis. Und dann müssen sie feststellen, ich habe eine Einladung bekommen, aber ich wollte nicht. Zu spät. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Leben heute mit dem Herrn in Ordnung bringen. Wir warten auf sein Kommen und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Komme bald, Herr Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Wir warten nicht auf die Trübsal. Und wenn wir an 2. Thessalonicher 2 denken, da sagt Paulus, lasst euch nicht verunsichern. Da waren welche, die haben Briefe geschrieben, haben gesagt, die sind von Paulus. Das stimmte gar nicht. Und Paulus musste ihnen sagen, dass der Antichrist nicht kommen kann, bis das, was zurückhält und der zurückhält, aus dem Wege sind. Was muss denn, bevor der Antichrist kommen kann, aus dem Weg sein? Die Gemeinde Gottes und der Geist Gottes, der zu Pfingsten ausgegossen worden ist. Er wird nach der Entrückung wieder so tätig sein, wie im Alten Testament oder in der Zeit vor dem Kommen des Herrn Jesus. Also so viel zu dieser Frage. Ihr könnt mich aber auch hinterher noch fragen. Die Frage Nummer 7. Wie sollte man als Christ zu Organplantation und zu Organspenden stehen? Diese Frage wurde zweimal gestellt. Nun, das ist eine Frage, die nicht ganz einfach ist in ihrer Beantwortung, weil man sagen muss, es gibt eine Grenze. Wenn man zum Beispiel hört, da ist ein Bundespräsident, dessen Frau dringend eine Niere gebraucht. Und der Bundespräsident ist bereit, eine Niere von sich für seine Frau zu opfern. War Herr Steinmeier. Dann sage ich, ist das in Ordnung. Aber wie man heute die Organe den Menschen entreißt, da hört man ganz verschiedene Dinge. Dass man sagt, der Mensch darf noch nicht ganz tot sein, dass ihm das Herz oder die Lunge oder die Leber entnommen wird. Also bei diesen Dingen habe ich meine großen Bedenken. Jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden. Aber wenn der Herr Zeit und Stunde bestimmt hat, dann muss ich nicht mit dem Herz des anderen weiterleben, während der andere tot ist. Die Bibel sagt nicht viel darüber, das muss man allerdings sagen.
Aber mit dieser Organspende oder Plantation bin ich sehr, sehr vorsichtig. Gut, manchen ist geholfen worden und mancher war bereit, etwas zu opfern für den Nächsten, indem er eine Niere von sich dem anderen gegeben hat. Das mag gut sein, aber wenn man sie den Toten entnimmt, ich habe da meine Bedenken. Und darum sage ich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man hört die unterschiedlichsten Dinge darüber. Ich will mich darüber auch nicht verbreitern, aber das muss jeder entscheiden. Und wenn meine Zeit um ist, dann will ich froh zu meinem Herrn gehen. Es gibt Leute, die wollen unbedingt 100 Jahre alt werden. Muss nicht sein. Ich bin auch im vorgerückten Alter. Und wenn uns der Herr abruft, dann wollen wir mit frohem Herzen zu ihm gehen. Freilich, der Kardiologe hat mir auch angekündigt, sie brauchen einen Herzschrittmacher. Ich bin noch nicht klar, wie das werden soll. Das ist eine andere Sache. Aber wenn es um Organe geht, geht es um das Leben des anderen. Und das muss man gut bedenken, ob das immer die richtige Entscheidung ist. Also mehr kann ich eigentlich zu dieser Frage nicht sagen. Wir kommen zur Frage Nummer 8. Und da heißt es, sollen Christen demonstrieren? Wie verhält sich das mit der Bibel? Das ist eine Frage, die uns, man könnte mehr dazu noch sagen, man könnte auch fragen, ist es richtig, wenn Christen schweigen? Wir werden ja im Alltag mit diesen, die jungen Leute jedenfalls, mit diesen Fragen immer wieder konfrontiert. Es gibt heute Märsche fürs Leben, wo man einen Marsch macht, um den Leuten klarzumachen, Gott hat das Leben gegeben. Wir sind nicht berechtigt, das Leben eines Kindes im Mutterleib zu töten. Zu diesem Marsch würde ich schon sagen, wer das wirklich in voller Überzeugung tut, kann man nur sagen, Hut ab. Aber wenn es um Demonstrationen geht, für was demonstriert man denn? Für eine Sache oder für was streikt man denn im höhere Löhne? Ist das unsere Aufgabe als Christen? Vielleicht wäre es gut, wenn man eine Backentraktate nimmt und den Demonstrierenden ein Heft in die Hand gibt, dass sie ihr Leben überdenken. Aber auch das ist eigentlich eine Gewissensfrage. Ich meine, das ist schwierig, wenn man in einer Firma sich befindet und die Firma streikt. Als jedenfalls sollte man dort nicht an vorderster Front stehen, auch beim Streik, um die Ziele durchzusetzen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Bibel sagt, dass wir der Regierung untertan sein sollen, in Römer 13. Auch das ist eine Frage, die oft gar nicht so einfach ist. Wie soll ich der Regierung untertan sein? Aber der Herr weiß diese Dinge und wir dürfen das auch ganz persönlich im Gebet erwägen. Also bei Demonstrationen würde ich sagen, haben wir keinen Platz. Wenn jemand den Marsch fürs Leben mitmacht, weil es um ungeborenes Leben geht, um Tod, ist das sicher noch eine andere Sache. Aber es sind auch viele hier, die dazu noch etwas sagen können.
Ich will mich auch darüber nicht so sehr verbreitern. Also Demonstration würde ich sagen, nein. Außer March fürs Leben. Aber bei Streik, da sollte man ganz hinten dran stehen, aber nicht an vorderster Front. Ja, ist nicht so einfach. Jetzt kommt die Frage Nummer 9. Warum haben Christen Angst vor der Wiederkunft Jesu? Wer Angst hat vor der Wiederkunft Jesu, hat eigentlich keine Sehnsucht. Einem Christen sollte man sagen, ja, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Ich hatte diese Woche ein Telefongespräch mit einem Bruder, den ich sehr gut kenne und schätze. Er ist 93 Jahre alt. Seine Frau ist ein Pflegeheim. Und dann hat er mir gesagt, Dieter, ich freue mich so sehr, dass ich bald bei meinem Herrn bin. Ich habe solche Sehnsucht nach ihm. Wisst ihr, die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, die wünsche ich uns allen. Aber es gibt Menschen, die haben Angst davor. Und dann muss man fragen, warum haben sie Angst? Einmal gibt es Menschen, die nicht genau wissen, ob sie überhaupt gerettet sind. Die vielleicht gar keine Heilsgewissheit haben, die sagen, bin ich nun gerettet oder bin ich nicht gerettet? Und dann haben sie Angst, wenn der Herr kommt, dass sie nicht dabei sind. Denen muss man ganz klar sagen, wenn dein Verhältnis zum Herrn Jesus klar ist, dann schenkt dir der Heilige Geist die Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit kann man niemand verordnen. Die kann auch ein Evangelist niemandem geben. Die Heilsgewissheit verleiht uns der Heilige Geist. Römer 8. Der Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben Gottes und Miterben Christi. Das ist eine ganz klare Sache. Im Glauben darf ich mich darauf freuen. Es gibt natürlich auch eine zweite Sache. Da gibt es Leute, in deren Leben Sünde ist. Vielleicht eine Lieblingssünde. Und die diese Lieblingssünde immer wieder begehen und Angst haben, sie sind aus der Gnade gefallen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute vor der Wiederkunft Jesu Angst haben. Ich hoffe, dass heute Abend niemand hier ist. Wenn unser Verhältnis zum Herrn Jesus klar ist, wenn die Sünde vergeben ist, dann können wir uns freuen, dass der Herr kommt. Dann können wir sagen, Maranatha, unser Herr kommt. Das ist das Wunderbare. Es gibt eine Menge Bibelstellen, die das auch bestätigen. Ich kann die heute Abend nicht alle lesen, diese Bibelstellen. Aber das ist so. Ich komme zu der Frage Nummer 10. Und da würde ich sagen, mit dieser Frage schließen wir auch heute Abend ab. Und die nächsten 10 Fragen werden wir dann im Juli beantworten. Die Frage, die hier gestellt wird, ist mit der Frage 9 eng verbunden. Sind die Christen etwa nicht wiedergeboren, weil sie Angst haben vor der Wiederkunft des Herrn? Das ist möglich. Ich habe ja gesagt, es kann sein, derjenige ist nicht wiedergeboren. Es kann auch sein,
dass Sünde in seinem Leben ist. Ein Gotteskind darf jeden Tag sich freuen, bei dem Herrn zu sein. Und ich habe die Bibelstelle aus 1. Johannes 3 erwähnt, wo es heißt, seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir ihm gleich sein werden. Wisst ihr, was Gott, unser Vater, für uns bereitet hat im Vaterhaus? Der Jesus sagt einmal, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und ich stelle die Frage, freuen wir uns auf das Kommen des Herrn? Wenn wir uns nicht freuen, wenn es Blockierung gibt, dann bringe sie heute Abend mit deinem Herrn in Ordnung. Dann bitte um Vergebung. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, die mir auch ganz klar gesagt haben, ich würde ja ganz froh sagen, Herr Jesus, komm, aber rette noch meine Kinder. Ich kann das auch verstehen. Rette noch meine Kinder, die noch im Unglauben sind. Rette meinen Mann oder meine Frau, meine Eltern. Aber dennoch wollen wir uns freuen, dass wir bald im Vaterherz sind. Ich muss sagen, wir, meine Frau und ich, wir freuen uns. Und wir rufen oft, Herr Jesus, komm noch. Wir wissen, wir rufen die Letzten zu Jesus. Jürgen war in Afrika, er hat die Menschen, die dort leben, zum Herrn Jesus gerufen. Er hat viele Traktate verteilt. Warum tun wir das? Dass der letzte Baustein bald hinzugefügt wird und der Herr kommen kann, dass die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Also wir dürfen uns freuen. Ja, ihr Lieben, wir beenden damit unsere Fragestunde und setzen dann später mit den übrigen Fragen fort. Ich sage dazu ein Amen. Amen. Wie es möglich ist, wollen wir uns jetzt erheben zum Gebet. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen, du siehst auch unsere Fragen und du bist ein Gott, der uns helfen will. Es gibt Fragen, wo es um die persönliche Entscheidung geht und hilf uns, dass wir dann zu dir kommen im Gebet, um zu fragen, Herr, wie soll ich mich verhalten, zum Beispiel beim Streiken oder wie soll ich mich verhalten, wenn demonstriert wird? Ist das mein Auftrag, meine Aufgabe? Oder soll ich den Leuten lieber etwas in die Hand geben, wo sie erfahren, wie sie gerettet werden können? Bitte gib uns Weisheit und wir flehen dich an um viel Weisheit. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du auch heute Abend viele Fragen, die wir haben, in unserem Herzen klärst, dass wir zum Nachdenken kommen und dass wir froh dir entgegengehen können, um zu sagen, Herr Jesus, komm. Lass auch in dieser Gegend noch einmal ein Fragen aufkommen nach dir, dass die Menschen nicht ewig verloren gehen. Herr Jesus, segne uns. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Wir